dann würde ich mir noch diese beiden Spieler holen. Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge der Rot-Weiß-Essen-Karriere. Wir starten heute rein in die zweite Saison mit den ersten Spieltagen und werden dazu nochmal unser Team vervollständigen, denn wir haben uns schon mal gut verstärkt in der letzten Folge. Was jetzt noch fehlt, sind zwei Stürmer. Den Berlinski würde ich dann fast eher von der Bank spielen. Und dann brauchen wir noch einen neuen Torwart oder besser gesagt brauchen wir keinen neuen Torwart, denn ihr habt abgestimmt unter der letzten Folge, dass wir unsere Jugendtorhüter reinpacken sollten. Potenzial liegt bei 80 bis 84. Es wird sich zeigen, wie gut er sich entwickelt. Wenn euch die Karriere gefällt, natürlich gerne wieder ein Like und ein Abo da lassen. Für euch gibt es auch direkt wieder eine Abstimmung. Erster Link in der Beschreibung, nämlich wie sollten wir die nächste Folge gestalten, die am Sonntag dann online kommt. Nämlich werden wir uns heute hier mal vorsimulieren, die Sommertransferphase beenden und dann haben wir nun bereits eine Drittligasaison hinter uns. Wir haben dann nach dieser Sommertransferphase auch ziemlich sicher ein echt gutes Team, das es eigentlich schaffen sollte, durch die Simulation aufzusteigen. Und jetzt ist die Frage an euch, sollten wir diese Drittligasaison alles in der nächsten Folge mitnehmen, also eine Folge und da die gesamte Saison durchsimulieren. Wir werden natürlich auch dazwischen Matches spielen, wie zum Beispiel das Derby und so weiter oder andere entscheidende wichtige Matches zumindest mit den Highlights mitnehmen. Dann wären wir allerdings in einer Woche schon in der zweiten Liga angelangt und gehen dann dort natürlich alles wieder etwas langsamer an. Sollten wir alles am Sonntag in der Folge mitnehmen, dort direkt den Aufstieg hoffentlich klar machen oder sollten wir das nochmal auf zwei Folgen aufteilen, also am Sonntag bis zur Wintertransferphase und am nächsten Mittwoch bzw. Donnerstag die Saison beenden. Also alles in einer Folge oder auf zwei Folgen aufteilen. Abstimmung ist unten. Könnt ihr sehr gerne machen. Und die Folge kommt hier heute auch erst am Donnerstag online, weil es für mich gerade einfach ein bisschen entspannter ist als am Mittwoch. Also wahrscheinlich die Folgen meistens Donnerstag und Sonntag. Unseren Torhüter haben wir damit schon mal gefunden. Jetzt geht es nur noch um die Stürmer, bevor wir uns gleich vorsimulieren. Und da habe ich mir schon Spieler rausgesucht. Nämlich wollten wir uns im letzten Jahr, wurde auch von euch vorgeschlagen, Matti Stell von den Bayern ausleihen. Im letzten Jahr haben sie das allerdings dann nicht angenommen. Jetzt ist Stell aber tatsächlich auf der Leihliste. Und natürlich würde ich auch sehr gerne eine Leihe mit Kauf versuchen. Ich habe das Ganze hier schon ausprobiert. Würde grundsätzlich klappen, das Ausleihen. Also wir müssen jetzt eine Woche warten und dann werden wir das direkt nochmal versuchen. Dann habe ich trotzdem noch ein zweites Talent gebraucht, was aber trotzdem vielleicht ein bisschen realistischer ist. Deswegen habe ich mir gedacht, wir haben hier schon einen Franzosen. Gibt ja dann noch einige französische Spieler, auch generell in Deutschland. Deswegen habe ich mir gedacht, ihn eben dann mit Dell zu kombinieren. Abline hier von Stade Rennes. Ist auch dort nur ein Jugendspieler, also ein Ersatzspieler, der dort eigentlich fast nie spielt. Und auch den könnten wir uns tatsächlich ausleihen von Stade Rennes. Damit wären es die beiden, wären das ist der Plan für die heutige Folge. Kuol lehnen wir natürlich ab und Young könnte man verkaufen, aber wir werden erstmal schauen, ob wir das Geld haben, um uns die beiden Stürmer zu holen. Vor allem, wenn wir einen ausleihen, dann können wir das sonst immer noch in der Wintertransferphase verkaufen und dort eben dann Dell fest verpflichten. Und der Transfer vom Wiegel ist durchgegangen, haben wir in der letzten Folge angenommen. Dafür kriegen wir 1,2 Millionen rein. Auf jeden Fall kein schlechter Deal, glaube ich. Den Busch haben wir uns ja dort rechts hinten schon reingeholt. Ja, wir sehen hier halt, Mosa braucht 15 Wochen, ist natürlich jetzt in keiner guten Form. Dann wird das auch nochmal schneller gehen. Aber hier steht zumindest, zeigt großes Potenzial. Transferangebot für Andreas Beck, das war ein Jungspieler, den wir hochgezogen haben, eben auch ein Torwart, der aber nur eine 61 hatte. Der wird kaum nach oben gehen, weil er halt gar keine Spielzeit bekommt. Ausleihen könnte man die natürlich auch, aber so kriegen wir halt direkt das Geld, deswegen das ist echt sehr, sehr gut für einen Jugendspieler hier. 1,5, ja, nehmen wir an. 1,5 nehmen wir an und damit müssten wir uns die Stürmer holen können. Dann können wir außerdem Rebiger umtrainieren auf ZOM, geht sogar eine Bewertung nach oben, sehr gut. Und dann erhalten wir zwei Jugendscouting-Berichte. Das ist hier einmal die Torwartposition. Ich würde mir hier mal Zimmermann verpflichten. Hier haben wir durchaus keine schlechten Spieler mit dabei. Zwei davon habe ich jetzt verpflichtet. 52, 54, das ist nicht verkehrt. Wenn wir die hochziehen, die können wir für gutes Geld verkaufen dann. Damit werden wir uns jetzt die Stürmer reinholen und zuvor noch schnell die Scouts aussenden, denn die hatten wir nur für 3 Monate ausgesendet. Ich will natürlich eigentlich eher hier in Europa bleiben. Natürlich könnten wir jetzt auch in Brasilien und so Flügelspieler scouten, aber als deutscher Drittligist will ich dann eigentlich schon eher Spieler hier aus der näheren Umgebung haben. Wir hatten Belgier, dann würde ich jetzt mal Niederlande mitnehmen und für den Torwart nochmal 3 Monate nach Italien. Wäre das soweit erledigt? Tell will sich nicht neu orientieren, aber wir können ihn ausleihen. Und vielleicht sogar mit einer Leihe zum Kauf. Das sieht erstmal nicht so schlecht aus. Dann leihen wir ihn hier für ein Jahr aus. 3000 Gehalt, das geht auf jeden Fall in Ordnung für uns. Wir gehen da mal mit 1,7 rein. Ich glaube aber, das ist fast zu wenig. Ich hoffe halt nur nicht zu viel. Ich kann es sehr schwer einschätzen. Okay, wir bleiben zumindest in den Verhandlungen. 2,2. Dann drücken wir das, denke ich, noch runter auf 2 Millionen und dann sollte das passen für Tell. Jetzt gehen sie auf 2,3 hoch. Ja, 2,50. Nochmal der nächste Versuch und die werden angenommen. Sehr schön. Jetzt muss nur noch Matti Stell diese Leihe annehmen. Bei Abline wäre das dasselbe Problem. Wir gehen auch da direkt mal in die Leihe rein, machen auch hier mal eine Leihe zum Kauf aus, nehmen die Weiterverkaufsgebühr gerne an und drücken das vielleicht sogar nochmal runter auf 4,2, indem wir die Weiterverkaufsgebühr erhöhen auf 15%. Und dann,
gehen sie auf 5 Millionen hoch. Dann hätten wir das gleich annehmen können. Ja gut, dann 13% und 4,6. Das wird abgelehnt. Wir versuchen das Ganze in 7 Wochen nochmal. Wir nehmen sonst wirklich das erste Angebot einfach an. Und wir kriegen eine Cutscene und das muss eigentlich Tell sein. Er nimmt die Leihe an. Sehr schön. Leihen gehen wirklich sehr gut durch. Und das macht auch Sinn. Denn Bayern hat ihn auf die Leihliste gesetzt. Er kriegt dort keine Spielzeit. Jetzt in die dritte Liga die Leihe. Das passt absolut. Und zum Glück nimmt er das auch an. Das war in den letzten Jahren nämlich sehr oft so, dass die dann immer abgelehnt wurden. Mathis Tell, wir haben ihn geholt für 12 Monate und für 2 Millionen könnten wir ihn schon fest verpflichten. Also das müssen wir eigentlich fast machen. Wir sind jetzt angelangt am ersten Spieltag und nehmen den direkt mal mit den Highlights mit. Zum Saisonstart hier also direkt echt ein starker Gegner. Aber unser Team hat sich gut verbessert. Höhepunkte spielen, let's go. Wäre mal schön, hier einen guten Saisonstart mitzunehmen und mal schauen, was uns hier jetzt die Höhepunkte liefern. Hat ja in der letzten Saison nicht so ganz geklappt. Es gibt aber dann hier den Alleingang von Rot-Weiß Essen. Was machen wir daraus? Mathis Tell auf meiner, Tell, meiner und nochmal Tell, da spielen wir so schlecht. Da hätte ich entweder den Abschluss machen müssen oder flach rüberlegen und da mache ich irgend so einen hohen Lupfer rüber, was theoretisch gegangen wäre, aber der war ja gar nichts wirklich. Muss ein Tor werden und wenn wir so spielen, dann darf ich mich nicht beschweren und dann haut natürlich hier Aue diesen Freistoß auch noch rein. Statt der 1:0 Führung, der 1:0 Rückstand, sonst wäre es das 1:1, aber dem müssen wir sowas von reinmachen, den ersten. Cool. Mit dem Abschluss wird gehalten, gibt dann eben leider nicht den Eckball. Und wir sind schon in der 79. Das wird wohl hier die Auftaktniederlage oder maximal das Unentschieden, was wir hier uns jetzt noch holen können mit Breithaupt. Das muss über die Flanke gehen. Die kommt schlecht rein, leider. Und dann war es das vermutlich. Der Freistoß, der ist eben leider reingegangen. Da konnten wir auch nichts verteidigen soweit. Aber wir hätten eben das Tor machen müssen, dann wäre es ein 1:1 gewesen, aber Sieg wäre auch hier wirklich sehr, sehr schwer gewesen. Also wir werden dann auf jeden Fall wieder auch über die Schnellsimulation gehen. Transferbudget steht aktuell bei 3 Millionen. Damit der nächste Versuch bei Abline. 40-60 wird dann nicht angenommen. Wir müssen, glaube ich, tatsächlich hier ja 50-50 nehmen, aber wir haben an sich das Geld und jetzt verhandeln wir hier nicht weiter rum. 4-5, das hört sich gut an. Wir nehmen das direkt an, bevor die dann auf einmal wieder ohne Grund einfach hochspringen auf 5-5. Würde uns natürlich enorm verstärken hier in der Offensive. Zuvor haben wir allerdings hier am 30. Juli noch das Match gegen Halle. Das machen wir jetzt einfach mal mit der Schnellsimulation. Ich bin gespannt, ob das besser läuft als in der letzten Saison. Das ist zumindest mal ein 3:3. Ein Stürmer fehlt uns eben noch. Es ist kein guter Saisonstart, aber ich denke, wir werden uns da noch reinfinden. Und der Transfer geht durch von Abline. Wir leihen ihn damit aus. Immer noch 4,5 Millionen, die wir erstmal abbezahlen müssen, um ihn dann wirklich fest zu verpflichten. Wir werden versuchen, möglichst viele Jugendspieler mitzunehmen, die ein gutes Potenzial haben, weil die können wir dann auch gut weiterverkaufen und dann sollten sich diese 4,5 Millionen ausgehen. Das sind schon richtig starke Werte hier bei Abline. Gimba können wir umtrainieren, der geht hoch auf einer 74. Dann geht es hier jetzt zu Hause gegen Wien. Wir haben soweit unser Team eigentlich für die kommende Saison. Ich bin gespannt, was uns hier jetzt die Höhepunkte liefern. Die kann man eben immer recht schnell eigentlich mitnehmen. Wir werden natürlich auch Matches in voller Länge spielen. Also egal wie ihr abstimmt, entweder nur bis zur Wintertransferphase oder alles in einer Folge, egal wie die Abstimmung ausgeht. Wir werden auf jeden Fall volle Matches auch wieder spielen. Aber eben immer, dafür habt ihr ja auch abgestimmt, immer ein bisschen auch die Highlights mitnehmen und jetzt bin ich gespannt. Wir haben jetzt durchaus ein wesentlich besseres Team nochmal als gerade vorhin. Es ist halt so blöd, dass du wirklich ja keinen Fehler machen darfst. Da spielen wir uns aber gut raus. Abline! Und der Abschluss geht dann leider nicht aufs Tor. Der hätte rein müssen, waren da halt schon ein kleines Stück zu knapp vor dem Torhüter. Wieder schlecht gespielt auf Abline. Ich weiß nicht, in den Highlights komme ich irgendwie überhaupt nicht zurecht. Das ist dann hier cool. Und das ist nochmal Mathis Tell. Und der wird geblockt. Das gibt's doch nicht. Auch die Flanke nicht optimal rein. Aber auch dann der Abschluss leider zu wenig hier von Tell. 51. Also wir müssen hier echt eigentlich schon wieder führen. Und jetzt wieder ein kleines Stück zu weit nach vorne. Das gibt's doch nicht. Wir kriegen nochmal einen Freistoß. Und gehen wir den jetzt direkt an. Den müssen wir direkt angehen. Mit Rebiger. 74. Minute. Er legt sich unter die Mauer. Und wir schießen das Ding aber über die Mauer. Rebiger! Und der geht nicht reingehalten. Kein schlechter Freistoß. Und damit kriegt jetzt Weh nochmal die Möglichkeit. Ich glaube, wir müssen jetzt nur irgendwie diesen Punkt mitnehmen. Aber Highlights, ich finde es weiter unfassbar schwer, hier einen Sieg zu holen einfach. Das war's, es ist 0:0. Wenn wir auf diesen Einstellungen ein volles Match spielen, dann gewinnen wir ja durchaus auch Matches. Also die sind jetzt nicht zu schwer oder so, die Einstellungen. Aber ich kriege die Möglichkeiten irgendwie überhaupt nicht zu Ende gespielt einfach. Schön wäre es jetzt natürlich einfach mal hier mit der Simulation einen Sieg zu holen, denn wir haben das bessere Team und spielen wieder nur unentschieden. Das ist der dritte Punkt, aber das ist zu wenig, wenn wir aufsteigen wollen. Nächster Folge gibt es schon am Sonntag und nehmen wir am Freitag
Freitag auch live auf Twitch auf. Da könnt ihr auch gerne mit dabei sein. Wir simulieren jetzt noch einen Monat runter. Ich will einfach sehen, was die Schnellsimulation macht, wenn wir einfach mal 4 Matches hier mit der Schnellsimulation machen. Es ist hier mal 2:1 Sieg, sehr gut. Gegen den BVB, 2. Sieg in Folge. 3. Sieg in Folge zu Hause gegen Dresden. So sollte die Schnellsimulation auch laufen mit so einem Team. Und das letzte Match für die Folge wird dann ein Unentschieden. Ist okay, nach 3 Siegen ein 2:2. Das war's damit von mir. Wir beenden die Folge auf einem 6. Tabellenplatz. 3 Punkte hinter dem Aufstiegsplatz. Wir kommen langsam an in dieser Saison. Da werden wir auf jeden Fall um den Aufstieg mitspielen. Nächste Folge gibt's am Sonntag. Gerne abstimmen. Sollten wir direkt die gesamte Saison in der nächsten Folge mitnehmen. Ihr habt gesehen, Simulation läuft auf jeden Fall jetzt wesentlich besser. Also man könnte da auch einiges wegsimulieren und nur die wichtigen Matches im Aufstiegskampf spielen. Oder wir machen eben 2 Folgen bis zur Wintertransferphase und dann eine 2. dann mit der Rückrunde. Abstimmung ist unten. Gerne ein Like oder ein Abo dalassen. Das war's damit von mir. Bis zum nächsten Mal. Wieder schauen und reingehauen.